Im vorigen Video habe ich gezeigt, wie der Wachstumsfaktor berechnet wird. Und in diesem Video kommt jetzt die Begründung, warum man ihn genauso mit einer Division und einer dritten Wurzel berechnet. Schau dir nochmal das Beispiel von vorher an. Wir hatten zwei Werte, die uns zur Verfügung gestanden sind, nämlich 206 und 655. Und zwischen den beiden Werten liegt eine Zeitspanne von 3 Tagen. Und jetzt gibt es ja hier genau diese Formel für einen exponentiellen Verlauf. Und bei dieser Formel steht ja hier der Wert am Anfang, dann steht hier auf der linken Seite das f von x, der Wert, der am Ende rauskommt. Das ist unser Wachstumsfaktor, der soll berechnet werden. Und das x ist in diesem Fall die Zeitspanne. Und wenn du jetzt hier alles einsetzt, was man weiß, dann ist das Beispiel schon so gut wie gelöst. Schauen wir das Ganze mal an. Das f von x ist ja der Wert, der am Ende übrig bleibt. Das ist bei unserem Beispiel 655. Jetzt kommt ist gleich a. Das a ist der Anfangswert. Bei diesem Wert starten wir. Das ist bei unserem Beispiel 206. Jetzt kommt mal b, der Wachstumsfaktor, der soll berechnet werden. Naja, und die Zeitspanne, das x, das sind 3 Tage, deswegen 3. Und alles, was jetzt noch folgt, ist nur Umformen der Gleichung. Also, man dividiert mal durch 206, dann siehst du schon, wieso man eine Division braucht. Ich muss den zweiten Wert durch den ersten Wert dividieren. Und jetzt steht noch da b hoch 3. Naja, und ein hoch 3 bringt man mit einer dritten Wurzel weg. Und damit ergibt sich jetzt ganz genau diese Berechnung von vorher. Ich dividiere und ziehe die dritte Wurzel und so komme ich auf den Wachstumsfaktor.